Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Wolgostan, heute stehen wir hier vereint in tiefer Trauer und Schmerz über den tragischen Verlust, den wir durch den Flugzeugabsturz der Maschine der Airline Anta Airways Askim erfahren mussten. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden, die in dieser schweren Zeit des Abschieds Kraft und Trost benötigen. In einem Moment des Schocks und der Trauer erinnern wir uns an die unschuldigen Menschen, die ihr Leben auf so tragische Weise verloren. Jede Person an Bord hatte Träume, Hoffnungen und Geschichten, die nun unvollendet bleiben. Ihre Abwesenheit hinterlässt eine Lücke in unseren Herzen und unserer Gemeinschaft.